Knapp 3000 Wohnungen. So viele sind im Kanton Luzern momentan gerade leer. Gerade der ländlichen Gemeinde macht das zu schaffen. Es wird immer noch gebaut und die Jungen die zügeln in die Stadt. Die Gemeinde Grossdietwil will diesen Trend stoppen. Wie gestern bekannt worden ist, schenkt sie ihren jungen Bürgern 1500 Franken, wenn sie das erste Mal von daheim ausziehen und in der Gemeinde bleiben. Wie sehen das andere Gemeinden im unteren Wickertal? In der Region, wo es im Kanton am meisten leere Wohnungen hat. Raffaella Reichlin hat nachgefragt. Leere Wohnungen. Ein Thema, das die Leute auf der Strasse bewegt. Sie sehen verschiedene Probleme, warum junge Leute von einer kleinen Gemeinde wie z.B. Grossdietwil wegziehen. Wir haben hier einfach viel teure Wohnungen. So eine 3,5er kommt schon auf 1700 Franken. Was die Jungen, die mit 23 wollen ausziehen, sie das können zahlen. Das finde ich einfach ein bisschen an der oberen Grenze. Es ist schon recht ein Kaffee. Es ist ruhig, es läuft nicht viel. Am Wochenende hat man eigentlich immer seine Ruhe, egal wo man ist. Die Statistik zeigt klar, im Kanton Luzern hat der Leerwohnungsbestand zugenommen. Vor allem im unteren Wickertal und auch in den Gemeinden Lauteren, Dagmersellen und Grossdietwil ist es ein Problem. Grossdietwil hat jetzt gehandelt mit einem Zustupf für die Jungen. Der Gemeindepräsident von Grossdietwil, Reto Frank, erklärt, warum sie sich für diese Strategie entschieden haben. Es soll ein Ansporn sein. Unsere Jungen sind das Fundament. Wir haben ein sehr reges Vereinsleben. Die Leute sind dort sehr aktiv, bringen neue Ideen ein, stellen sich vielleicht auch mal für ein Amt, ein öffentliches Amt zur Verfügung stellen durch das und sind die Basis von künftigen Familien von Grossdietwil. Zu Lauteren verfolgt man eine andere Strategie. Man setzt auf bessere ÖV-Verbindungen. Der Gemeindepräsident Alois Huber meint zu den Massnahmen von Grossdietwil. Ich frage mich natürlich schon, wie nachhaltig das ist. Letztendlich muss es jede Gemeinde für sich wahrscheinlich definieren, wie sie vorwärts gehen will. Wir sind jetzt auf dem Weg, dass wir in Zukunft gerichtete, nachhaltige Projekte investieren und haben das Gefühl, das ist der richtige Weg. Zu Dagmersellen hat man eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Idee von Grossdietwil ist für den Gemeindepräsident Philipp Bucher keine Option. Ich persönlich finde das nicht unbedingt nachhaltig, weil die 1500 Franken die sind irgendwann gebraucht und vergessen. Wir haben das Bildungsangebot ist bei uns komplett vorhanden, also von Primar oder Kindergarten bis und mit Oberstufe. Wir haben sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, viele Arbeitsplätze und ich denke, das sind einfach die Vorteile, die wir jetzt damals haben und das zieht auch die Leute an zu uns. Dass andere Gemeinden die außergewöhnliche Massnahme von Grossdietwil nicht ganz nachvollziehen können, das kann der Gemeindepräsident Reto Frank verstehen. Grossdietwil wird den Beweis müssen antreten, ob von dem jetzt Gebrauch gemacht wird, ob die Jungen auf das einsteigen tun. Wir sind der Meinung, wir machen etwas, wir gehen doch ein bisschen für sie mit der Idee und stehen hinter der. Die Gemeinden müssen handeln, wenn sie wollen, dass die Jungen bleiben. Weil die Statistik zeigt klar, jedes Jahr gibt es mehr leere Wohnungen.